Hallo und herzlich willkommen zum Panzer-Special von PC Games und Buff.de. Wir gucken uns Patch 8.8 an, der im Moment auf den Testservern bespielt wird. Und bei mir im Studio ist Oliver Hake. Servus. Und ich bin Thorsten Lugassen. Was haben wir denn als erstes da? Das ist ein sowjetisches oder ein chinesisches Modell, ne? Genau, das ist der neue Premium-Panzer der Chinesen. Hey, schön rund gelutscht. Klingt wie die Feuerwehr 112. Sehr gut zu merken. Und was für eine Typ Panzer haben wir da? Ist es ein... Das ist ein schwerer Panzer Tier 8. Ja, okay. Und der hat eine mächtige Kanone. Ja, wie die meisten sowjetischen und auch chinesischen Panzern. Aber wie ist es denn mit der Genauigkeit bestellt? Ja, der erste Schuss ging schon daneben. Ja, das habe ich gesehen. Jetzt kriege ich ihn. Bam, weg. Also von daher, so quasi genau in der Historie der chinesischen und sowjetischen Panzer, macht richtig viel Bumm, wenn du triffst. Allerdings ja. Die Chance, dass du triffst, ist nicht so hoch. Du musst nah ran. Du kannst auch nah ran mit dem Moped, da der gut gepanzert ist. Er ist auch relativ schnell, wie man hier sieht. Mhm. Kommt also gut in die Schuhe. Ja, vor allem auch wieder mal abgerundete Panzer oder eine abgerundete Panzerung, die ja auch für den einen oder anderen Abpraller dann irgendwie sorgen wird. Ja, dieser Bratpfannenturm sowjetischer Bauart ist ein Albtraum. Ja, für jeden, der ihn auf jeden Fall beschießt sozusagen. Ne? Ja. Wie sieht es denn an den Seiten und hinten aus? Ist er denn da auch formidabel gepanzert oder mangelt es dann da eher? Weil das ist ja immer so eine Sache bei den Chinesen. Die sind ja etwas agiler als ihre sowjetischen Pendants, aber dafür halt schwächer gepanzert. Ja, Olli, du hast furchtbar recht. An dieser Stelle bezahlt der Panzer für seine Agilität und für seinen guten Turm. Also die Seiten und die Heckpanzerung sind nicht übertrieben stark. Das heißt, man sollte den Gegner durchaus flankieren und versuchen, dann wieder die Front zu präsentieren oder am besten sogar nur den Turm. Das ist natürlich richtig. Wobei Panzer flankieren ist nie eine schlechte Idee. Ja, ja, klar, natürlich. Aber mit dem einen Panzer geht es besser und anderen schlechter. Bei dem einen sollte man es vielleicht sogar lassen, wenn sie zu langsam sind, weil dann ist man öfter mal dann doch der Gejagte. Hi, hier ist ein amerikanischer Panzerjäger erwischt. Apropos zu langsam. Der Kamerad hier, der kommt jetzt größte Schwierigkeiten, weil seine Kette ist weg. Mhm. Und ich werde mich jetzt so hinstellen, dass er mich nicht ins Visier bekommen kann. Und meine Kumpels machen ihn dann nieder. Ja. Das ist natürlich der Agilität des 112 zu verdanken, dass ich da jetzt auch wirklich schnell hinterkam. Ah, schön, jetzt noch blockiert, sodass er nicht richtig drehen kann, ne? Genau, der ist jetzt Banterfutter. Und jetzt zielst du oben auch auf den Schwachpunkt oder eine der Schwachpunkte, das ist nämlich der Turmkranz. Weil die Kanone hat ordentliche Wumms, aber der Durchschlag lässt etwas zu wünschen übrig. Ja, ja, ja. Also der erste Treffer hier in die Kommandantenkuppel, der wurde zwar angezeigt, hat aber keinen Schaden verursacht. Genau, Kommandantenkuppel, habe ich Turmkranz gesagt, ne? Ja, okay. Völlig egal. Mistake. Ja, und das war's dann für den russischen Panzerjäger, für den amerikanischen Panzerjäger. Wen haben wir jetzt hier? Das ist der A-43. Das ist ein sowjetisches Modell. Der sollte eigentlich historisch betrachtet den T-34 ersetzen. Mhm. Den kann man ausrüsten mit einer 57 oder 76 mm Kanone, wobei da die Unterschiede natürlich folgend sind. Die 57 hat einen höheren Durchschlag, höhere Mündungsgeschwindigkeiten ist genauer, während die 76 mm mehr Wumms macht, aber eben dafür an Genauigkeit. Einbüßt. Einbüßt, genau. Ja. Was bei diesem Panzer wirklich sehr bemerkenswert ist, er ist extrem agil. Selbst für einen Tier 6 mittleren Panzer, die ja sowieso immer schon recht flott sind. Was ich gerade bemerkt habe, die Feuergeschwindigkeit ist sehr hoch. Ja. Also du kannst wirklich eine Granate nach der nächsten rausrotzen. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite nicht so schön. Das ist natürlich auch dem niedrigen Kaliber geschuldet. Allerdings ist die Mündungsgeschwindigkeit für meinen Geschmack etwas niedrig. Man sieht gerade, ich tue mich hier wirklich schwer, den Panzerjäger zu treffen, obwohl ich eigentlich point blank davor stehe. Mhm. Ja, das ist ja häufig so. Man versucht ja dann den Weak Spot zu erwischen und je langsamer sozusagen das Geschoss wird, umso schlechter ist das halt zu machen, weil man doch entsprechend weit vorhalten muss. Ja, genau. Und da man ja nie hundertprozentig weiß, was der Panzer macht, oftmals ist es ja so, du hast genau den richtigen Vorhalt und im Moment bleibt er stehen. Bam. Ja, das kennen wir. Aber dieses Fahrzeug legt es eh drauf an, eben Gefechtsfeldaufklärung funktioniert ganz toll mit dem Gerät. Mhm. Also durchaus auch schon mal eine vorgelegene oder vorgeschobene Position fahren und da einfach mal ein bisschen spotten und sozusagen bedeckt halten und nicht schießen. Absolut, wie man hier sieht, schön in Bewegung bleiben, mit Steigungen wird der Panzer gut fertig. Das wird eh total unterschätzt, also dieses Spotten bringt jede Menge Erfahrungspunkte, es ist nicht wenig. Ja.
Das sollte eigentlich nicht mehr so unterschätzt werden, da ja durch die Aufschlüsselung mittlerweile, ich glaube mit Patch 8.5 oder 8.0 wird das eingeführt, dass sich das so ein bisschen aufschlüsseln lässt und da sieht man dann auch ganz deutlich, wie viel Schaden die Teamkameraden an jemandem gemacht haben, den man gespottet hat. Und das ist praktisch wie Schaden, den man selber verursacht hat. So ist es. Ja, die meisten Leute wollen halt selber noch aufs Knöpfchen drücken, aber naja, es ist halt immer ein Teamspiel und man sollte es halt auch so angehen. Ne? Genau. Vor allem fährt man langfristig deutlich erfolgreicher damit. Wie man hier sieht, mit dem E25, dem Tier 7 deutschen Premium-Jagdpanzer, dem neuen, tue ich mich wirklich schwer. Jetzt haben sie mich erwischt. Ist klar, wenn ich da 3 Minuten lang meine Runden drehe. Das war aber schon relativ lang. Also von daher, der hat doch auch einiges ausgehalten. Jetzt haben wir das Nachfolgemodell eigentlich schon, den A44. Sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Es sieht aus, als wenn er den Turm nach hinten gedreht hätte. Ganz genau. Das ist Tier 7, mittlerer Panzer. Der A43 war Tier 6. Der verfügt aber eine ziemlich dicke Kanone, nämlich die 107 mm ZDS-6. Das ist praktisch dieselbe, wie sie im KV-5 steht. Ja. Die hat nicht sonderlich viel Durchschlag, macht aber ordentlich Peng. Der KV-5 hat... Also wenn sie mal durchschlägt, dann rappelt es auch richtig im Karton. Ja, das schon. Besonders auf diesem Tier. Dass der den Turm so weit hinten angeordnet hat, das ist analog zu den Merkava-Panzern der Israelis. Motor und Getriebe liegen vorne. Ist das nicht ein bisschen risikoreich, dass du andauernd ein Motorband hast? Naja, die Alternative ist, dass statt des Motors direkt der Fahrer futsch ist. So muss man das sehen. Und das schützt also dann natürlich die Besatzung. Kampfunfähig ist das Gefährt dann in jedem Falle, aber so hat die Besatzung eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit. Das ist auf jeden Fall der Gedanke, dahinter den Turm so weit nach hinten zu setzen. Also von daher, ein Feuerlöscher ist mit dem Ding allerdings schon fast Pflicht, oder? Würde ich auch sagen, ja. Also ich habe ihn jetzt nicht eingepackt, weil ich auf Wendigkeit Gewicht gelegt habe. Ja, da kommt ein deutscher Panzer und zwar der Durchbruchswagen 2. Basiert, glaube ich, auf dem Panzerkampfwagen 3 Chassis, kann das sein? Das sieht mir eher nach einem Vierer aus. Vierer schon? Ja. Das ist also der erste richtig schwere Panzer, den die Wehrmacht damals entwickelt hat. Der war auch als Nachfolger des Panzer 4 gedacht. Und ist der direkte Vorläufer des VK-3001H, zu dem wir nachher nochmal kommen. Aha. Und der Nachfolger des Durchbruchwagens 1 von 1937. Aber da unterscheiden die sich nicht wesentlich. Also letzten Endes haben sie einen Panzer IV genommen und haben den eben ein bisschen gepimpt. Aha. Dieses Gefährt ist Tier 4 Heavy. Echt? Das ist ein Tier 4? So schaut's aus. Krankt aber an der 5 cm L60 Kanone, die keinen schlechten Durchschlag hat, wie man sieht hier im Gefecht mit einem ebenbürtigen Gegner mit demselben Fahrzeug, aber praktisch keinen Schaden macht. Das sehen wir jetzt hier auch nochmal, jetzt kommt uns ein T50 entgegen, ein leichter Aufklärungspanzer der Sowjets. Also das heißt eigentlich eher auf größere Distanz bleiben und versuchen den Gegner mit Granaten voll zu pumpen, ohne selber Treffer einzustecken. Was natürlich dem Namen Durchbruchswagen 2 widerspricht. Ja, also eine Stummelkanone mit größerem Kaliber hätte ich sinnvoll gefunden, weil man dann rangeht an den Feind und aus nächster Nähe die Panzerung durchschlägt. Dann kommt es auch nicht mehr so drauf an, wie genau die Kanone ist. Diese Kanone ist sehr genau. Aber wie man sieht, also ich finde den Durchbruchswagen 2 erstmal nicht gelungen. Vielleicht habe ich aber auch nicht begriffen, wie man ihn spielt. Ja, im Vorfeld gab es ja auch ein bisschen Kritik, also aus verschiedenen Richtungen, dass die Stats nicht so gut sind von dem Ding. Objekt 140, das ist dann ein russisches Modell. Ein russisches, sowjetisches Modell, also mittlerer Panzer, Tier 10. Also ganz am Ende der Nahrungskette. Sieht schon ein bisschen aus wie so ein T-55, ne? Ja, richtig. Der hat Designmerkmale vom T-55 übernommen. 1957 wurden zwei Prototypen gebaut. Der war aber sowohl in der Herstellung wie im Unterhalt zu teuer. Und deshalb hat man sich dann eben anders entschieden. Dieses Fahrzeug ist nie zur Serienreife gelangt. Und welchen Vorteil hat jetzt dieses Objekt? Ja, wie man sieht, der pilzt gut ab. Ne? Hat auch die schöne Formgebung, diesen Bratpfannenturm, der wirklich schwer zu durchschlagen ist von Gegnern desselben Tiers. Wenn ich richtig sehe, über 50 km/h auf der Straße. Ne? Das ist schon ordentlich. Ja. Die Panzerung lässt etwas zu wünschen übrig und auch die Kanone ist jetzt auch nicht, ne, schon 2-3 Mal darauf geschossen, nichts passiert, außer dass man sich selber auflöst.
Ja gut, du bist jetzt auch da mitten ins Kreuzfeuer gefahren. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht viele Partien gemacht, um das beste Ergebnis zu erzielen, weil es waren sehr, sehr viele Panzer und man will ja auch ein bisschen Action sehen. Es geht ja auch nicht darum, den Zuschauern zu zeigen, was wir für tolle Hengste sind, sondern den Panzer aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ja. Hier wird das gerade richtig gemein. Ja. Leider hat mein Team da versagt und ich musste ganz alleine los, aber ich bin einfach mal quer über die Karte gepetzt, hinein in die gegnerische Artilleriestellung. Ach, schade. Ein paar Meter weiter und du wärst durchgewiesen. Ja, da schaffst du es noch. Ich will jetzt nicht spoilern, aber hätte ich jetzt noch Begleitung von einem oder zwei gehabt, vielleicht einen Aufklärungspanzer noch und ein schwerer hinter mir, dann hätten wir da richtig aufgeräumt. Aber das Problem ist, für viele Leute ist dieses Spiel kein Blitzkrieg, sondern ein Sitzkrieg. Ja. Und wer kämpft, verliert. Ja, das ist halt so eine Sache. Gerade die moderneren Panzer sind ja auch für diesen Bewegungskrieg halt sehr, sehr gut geeignet. Nachkriegsmodelle halt. Und das wird halt selten umgesetzt. Das habe ich auch gemerkt, als ich die mittleren Panzer angefangen habe. Ich war dann meistens doch allein und dann läuft es dann halt auf irgendeine Sniperei von hinten aus. Richtig. Objekt 416, auch wieder ein sowjetischer Panzer und wieder mit diesem gedrehten Turm nach hinten. Das heißt, ja. Getriebe, Motor, alles vorne. Vorne. Mhm. Und das Abgefahrenste an diesem Gerät ist, der hat die gesamte Besatzung im Turm. Die komplette, auch den Fahrer? Die komplette Besatzung ist im Turm. Es sitzt kein Mensch in der Wanne. Aber das ist doch krass. Ich meine, überleg mal, der Turm ist gedreht und du willst gerade ausfahren. Wie macht der Fahrer das? Ja, sagen wir mal so, das Ding kam dann auch letzten Endes aus genau diesem Grunde nicht in die Produktion. Davon abgesehen, dass die Konstruktion sehr kompliziert war. Das war letztens nicht machbar. Also trotz dieses eigentlich logischen und vielversprechenden Ansatzes hat man dann von dem Konzept Abschied genommen. Ja. Und was hat er jetzt für Vorteile, nachdem wir über die Nachteile gesprochen haben? Er hat ein sehr flaches Profil. Mhm. Ja, das ist gar keine Frage. Er ist sehr beweglich, agil. Die Kanone ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, bitte nagelt mich nicht fest, dieselbe vom 112. Mhm. So eine DT-25 irgendwas. Ja, du schießt auch wirklich auf hohe Reichweite und wenn, dann macht es auch ordentlich Wumms. Also ja, der Durchschlag, genau. Die Penetration scheint echt gut zu sein. Ja. Ne? Genauigkeit ist auch dementsprechend ganz okay. Ne? Ist in Ordnung. Ich habe da jetzt so ein bisschen Glück bei gehabt. In anderer Situation schießt man auf diese Entfernung und tritt fünfmal daneben. Ja, du weißt doch, wenn Lack zur Gewohnheit wird, dann nennt man das Skill. Sehr schön, ja. Ja, also auch hier sowohl für den Bewegungs- wie aber auch für den Stellungskrieg geeignet. Ja. Ein sehr vielfältiges Fahrzeug. Sehr fein. Also das Ding werde ich mir mal näher angucken, allein wegen dieser merkwürdigen Form. Das Dumme ist nur, um die Häuser herum zu fahren, also im Straßenkampf, stelle ich mir das blöd vor, weil man doch sich sehr weit zeigen muss, bis man die Kanone zum Einsatz bringen kann. Ein großer Nachteil. Ja, das ist richtig. Ja. Dafür ist er Tier 8, also mit ein bisschen Geduld kommt man da noch recht schnell hin. Mhm. Je nachdem, wo er sich jetzt vom Forschungsbaum abzweigt, das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Ja, mal lustiges Gefährt. Also ich stehe manchmal so auf so andersartige. Ne? Und was man noch sieht, er ist auf jeden Fall sehr agil und naja, wegen des Motors sollte man vielleicht auch über einen Feuerlöscher dann halt denken. Ne? Bist du mal in Brand geraten bei den Testpartien? Nein. Nein? Gar nicht? Nein. Vielleicht dann doch nicht. Niedrige Brandwahrscheinlichkeit ist ja, glaube ich, bei den Sowjets auch so. Ja. Ich sag mal so, das sind alles so Faktoren, wenn man da mal 100 Spiele gemacht hat, dann kann man dazu eine Aussage treffen. Das finde ich wirklich schwierig. Ja. Mein Jagdtiger gilt ja auch als sehr brandempfindlich, wohl gefühlt ich so von 100 Partien so 3 davon mal irgendwie oder sowas. Ne? Ja, beim Jagdtiger habe ich jetzt subjektiv tatsächlich das Gefühl, der fackelt öfter mal an. Da habe ich auch tatsächlich einen Feuerlöscher. Aber das finde ich nicht weiter schlimm, weil das ist eins der geilsten Gefährte im Spiel, der Jagdtiger. Mhm. Den spiele ich immer wieder mit Freude. Ich glaube, das ist sogar der Panzer, der mir am meisten Spaß macht. Echt? Meiner ist der Jagdpanther. Hervorragende Kanone, die schnell schießt, schnell nachlädt, hohe Mündungsgeschwindigkeit, hohen Durchschlag und anständigen Schaden hat. Und theoretisch, wie praktisch eigentlich auch ganz genau ist, allerdings... Sehr genau. Ja, ich weiß, aber irgendwie schaffe ich es trotzdem oft genug. Obwohl ich den kleinsten Kranz habe, genau visiere, dass das Geschoss dran vorbeigeht. Das ist eben das Pech, ne? Ja, ja, das kannst du halt am Ende dann hundertprozentig nicht beeinflussen. Hier haben wir den kleinen Bruder vom Jagdtiger mit der 8.8 Premium-Fahrzeug. Mhm. Ja. Hat natürlich nichts zu lachen, wenn er von so einem Medium angegangen wird, keine Rückendeckung hat. Jetzt haben wir den T-34-3. Sieht auch aus wie ein T-55. Oder T-59, Type 59. Ist ein Tier 8, auch ein Premium-Fahrzeug. Mhm.
Dazu habe ich auch ein paar... Hast du gerade die Kosten von dem Ding im Kopf oder waren die noch nicht publik? Nee, die habe ich nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, ob die schon final sind oder ob die überhaupt angekündigt wurden. Ja. Der hat also weniger Panzerung als der Type 59. Und wurde dafür eingestellt. Hat weniger Panzerung und was hat er dafür bekommen? Ist er schneller? Er ist deutlich schneller, ja. Ah, sehr schön. Der Type 59 ist schon nicht langsam. Nee, gar nicht. Der hat auch, glaube ich, wieder diese Kanone vom 112 drin. Also ein ziemlich mächtiges Ding für dieses Tier. Aber krass, also wenn sie so viele ähnliche Panzer um den T-55 herum gebaut haben und dann doch bei den Modellen gelandet sind, haben die Sowjets ganz schön herumexperimentiert, ne, zu der Zeit. Ja, für gewöhnlich sind die Versuchsfahrzeuge oder die Konzepte mit Objekt gekennzeichnet. Und wenn man sich da mal im Internet Listen anguckt, da hat Wargaming noch viel zu. Da haben die noch einen großen Fundus, aus dem die schöpfen können. Ja. Ui, da ist eine Hurricane kaputt gefahren. Ah, da. Sie war im Weg, Verzeihung. Das sagen sie alle. Da konnte ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Was natürlich auffällt, das werden wir jetzt gleich noch sehen, es ist ein ziemlich leichter Panzer. Ne? Dadurch, dass die Panzerung etwas dünner ist, fehlt ihm auch an Gewicht. Mhm. Und das macht er an Geschwindigkeit zwar wett, aber hier haben wir jetzt ein Pershing. Aber die Nachladezeit ist sehr hoch. Ja, ne? Die ist bitter. Das ist ja der Hammer. Die ist bitter, ja. Was für eine Kanone hast du nochmal da dran? Ich meine, das wäre auch die DT-25. Und noch nicht mal durchgedrungen. Nein. No. Und wie man auch gesehen hat, ich bin volle Lotte auf den zugerast und ich habe ihn kaum beschädigt. Habe mir mehr wehgetan als ihm. Ja, definitiv. Du hast ihn, glaube ich, gar nicht beschädigt. Ja, doch. Ich glaube, 150 Punkte oder so. Wow. Ja, großartig, ne? Aber die Agilität ist ungeschlagen, also ich denke mal in Tier 10. Du schiebst jetzt nicht ins Wasser, oder? Ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Boah, die Nachladezeit, also das wäre keine Kanone für mich jetzt hier. Oh. Ich glaube, den fährt man besser als schweren Aufklärungspanzer. Besonders in Tier 10 Gefechten kann er da gute Dienste leisten. Ja, vor allem bei der geringen Durchdringung macht es ja noch nicht mehr Spaß und ergibt es ja noch nicht mehr Sinn, damit zu snipern. Ne? Nee. Also auch mit der Nachladezeit und der Genauigkeit der Kanone, oder vielmehr der fehlenden Genauigkeit. Müsste man ihn dann nicht lieber Rammpanzer nennen? Ja, wenn er es bringen würde beim Rammen, ja. Aber das tut er ja auch nicht. Also so, ich weiß nicht, inwiefern er noch gebalanced wird, aber bisher ist es für mich einfach nur ein überschwerer Aufklärer. Jo. Ja, wie sieht es mit dem Stellwinkel der Kanone aus? Irgendwie kommt man da besonders hoch oder tief, aber es sieht auch nicht so richtig aus, ne? Ne? Nee. Jedenfalls durchschnittlich. Durchschnittlich, ne? Die Chinesen haben ja, wenn ich mich recht entsinne, sowieso eine relativ niedrige negative Neigung da. Vorbildlich sind die Amerikaner, was das angeht. Ja. Da kotze ich immer mit meinem deutschen Panzer. Ja, man sieht nur den Turm. Und die sind meistens schwer gepanzert. Hier sind wir jetzt beim VK3001H. Angekündigt, ja genau, die Henschel-Version des 3001. Genau, das ist ehemals ein Medium Tier 6 gewesen. Aha. Was mich besonders aufgeregt hat, weil normalerweise erhalten die sich bei Wargaming ja einigermaßen an die historischen Begebenheiten. Hier haben sie das nicht getan. Der ist von Anfang an als schweres Fahrzeug konzipiert gewesen. Mhm. Und ich habe den dann ewig als mittleren Panzer gefahren und dachte mir, so ein Quatsch, was soll das? Besonders, weil die Deutschen im Heavy-Baum sehr unterbesetzt gewesen sind. Und jetzt haben sie ihn quasi umsortiert. Genau. Was kann der so? Ich habe das noch nicht rausgefunden, wie man gleich sieht. Also ich fand weder, dass er besonders schnell ist, noch dass er besonders gut gepanzert ist, noch dass die Kanone irgendwie tierisch was reißt. 33, 34 km/h jetzt auf freier Fläche. Also das ist schon ein bisschen Alarm. Geht noch. Und vor allem, ich habe ja Motoröl dabei. Ja, ne? Stimmt. Ich werde jetzt hier aus der Ferne von einem T-49 einfach fertig gemacht. Zack. Das war's. Das war's. Das wollte ich jetzt einfach mal auch mal so zeigen, wie schnell das gehen kann, wenn man meint, juhu, ich habe einen schweren Panzer. Und ja, das war ja immer der Nachteil der frühen deutschen Panzer, die hatten ja alle keine geschreckte Panzerung, die waren alle komplett so 90 Grad. Ne? Ja. Und dadurch hast du dann natürlich die deutlich weniger Abpraller auf deiner Seite. Tja, und musst halt extrem schwere Panzerung dagegen setzen, um überhaupt einen Schuss abfangen zu können. Ja. Ne? Und das hat man nicht getan. Da das Konzept der deutschen Kriegsführung eben Mobilität war, umfassen, flankieren, durchstoßen, strategische Ziele einnehmen und die nachrückende Infanterie aufräumen lassen. Ja.
Das hat ganz gut geklappt in Polen und auch in Frankreich noch. Und in Russland, als die ersten T-34 kamen, da merkte man halt, dass das Konzept noch, dass das Konzept überaltert ist. Die Kanone ist 7,5 cm mit relativ kleinem, geringer Länge. Dafür ist die konisch, das heißt, das Rohr verjüngt sich an der Mündung. Ja. Und das Geschoss wird quasi rausgepresst und flupscht. Mehr Druck dahinter. Genau. Flupscht dann so richtig da raus und damit kann man allerdings was reißen. Das habe ich mir gefragt, warum sich dieses Konzept irgendwie nicht durchgesetzt hat, weil doch die wenigsten Panzer so eine Kanone bieten. Ich denke mal, dass die Materialermüdung und der Verschleiß bei dieser Art von Kanonen einfach überirdisch ist. Es gab auch ein kleines leichtes Panzerabwehrgeschütz für Fallschirmjäger. Die war auch konisch und die konntest du nach ein paar Schüssen, konntest du das Ding begraben. Oh, ein Panzerjäger. Ja. Jetzt kommt er, um dich zu holen. Ja. Ja, den musst du flankieren, flankieren. Ja, so schnell bin ich leider nicht mit dem Moped. Und einem Jagdtiger ist dieser Panzer gnadenlos. Jagdpanther ist dieser Panzer gnadenlos unterlegen. Ich komme jetzt noch nicht mal mehr weg. Und jetzt hat er mir auch noch die Kette abgeschossen, der nächste Schuss. Schickt mich ins Nirvana. Ja, wäre dein Kollege schneller gekommen mit dem Panzer 4, hättest du noch was geholfen. Ui, ja. Was haben wir denn hier? Ja, wonach sieht das aus? Hübsch, ein Pantherpanzer. Fast, aber fast. Es ist keiner. Genau. Das ist ein VK3002M. Genau. Das ist der Vorläufer des Panthers, der nur 30 Tonnen hat, im Gegensatz zum Panther, der letztlich mit 45 ausgeschrieben wurde. So war er ursprünglich auch ausgeschrieben und konzeptioniert als Äquivalent zum T-34, dem sowjetischen. Und der hat ja auch nur so um die 30 Tonnen. Ja. Deshalb auch die abgeschrägte Panzerung. Aber so typisch deutsch, man hat dann immer mehr Sachen hinzugefügt. Ach, das können wir auch noch gebrauchen. Ein bisschen stärker Kanone, ein bisschen besser Panzer. Oh, ich behaupte jetzt mal, das ist nicht typisch deutsch. Wenn man sich anguckt, wie Panzer entwickelt werden, die landen immer über dem Nominalgewicht nach. Ja? Zu jeder Zeit, in jeder Armee. Irgendwie schaffen die es nie, die avisierte Tonnage zu halten. Okay. Und was kann der jetzt im Vergleich zum normalen Panther? Er ist niedriger getiert. Okay. Das Tier ist was? Ein Tier 6. Schick. Also Tier 7 ist ja normal, ja. Ne? Der ist natürlich schneller als der Panther, weil er leichter ist. Okay. Was hast du so erreicht mit dem Ding? So Richtung, eher schon Richtung 50 km/h, weil ich glaube, der normale Panther hat sowas um die 40. Ja, ja. Also er ist noch ein Stückchen schneller, bietet demzufolge auch einen besseren Tarnwert, weil er eben niedriger getiert ist. Ja. Die Kanone schießt schnell. Ja, das kann man nicht sagen. Durchschlag oder Penetration? Ja, ist anständig für dieses Tier. Da kann man nicht meckern. Da habe ich jetzt allerdings gerade kein Glück. Ach, daneben. Komm, tiefer ziehen. Ja. Aber eigentlich ja, schöne Gefechtssituation für den VK, ne? So aus der Distanz ein bisschen rumballern. Ja. Die Map schnell aufschließen, ne? Gucken, dass man dem Gegner da in die Seite rauscht. Der ist jetzt quasi der Ersatz für den alten VK 3001. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, weil danach holt man sich wahrscheinlich den Panther. Das ist halt ein sehr ähnliches Fahrzeug, ne? Das ist es, ne? Die schon sehr nah aneinander. Und das ärgert mich immer, genauso wie der E75 praktisch aussieht wie der Tiger 2. Richtig. Das aber gut, da können natürlich die Wargames sind dafür, wenn die Designs ja halt sehr, sehr ähnlich sind. Bei den Sowjets ist es ja andauernd so eigentlich gefühlt. Ja. Deswegen mag ich die sowjetischen Tank oder den Tank Tree auch nicht so. Aber hier ist es halt eigentlich nicht so dringend nötig gewesen, meines Erachtens. Ja, sehe ich ganz genauso. Der ist mal hässlich. Der ist richtig eklig hässlich und der trägt einen Riesenhut. Dieser Turm ist grandios, da kann man nicht anders sagen. VK 3601H, also Henschel, ne? Genau. Ehemals auch Tier 6 Medium. Mhm. Jetzt runtergetiert auf 5 und als schwerer Panzer neu erstanden. Wenn der Turm so groß ist und so ein fettes, fieses Profil und Silhouette bietet, ist er denn wenigstens anständig gepanzert? Der Turm ja. Das Fahrzeug selber, der hätte mehr kommen können. Aber das ist so ein bisschen Scheinriese. Wenn der so über den Hügel guckt, denkst du so, oh, was für ein Riesenpanzer, kommt dieser kleine Unterbau und lachst ihn aus. In etwa. Aber die Kanone macht es trotzdem zu einem sehr gefährlichen Gerät. Echt? Was kann die? Ja, das ist auch wieder diese konische Kanone mit dem sich verjüngenden Rohr. Aha. Die presst die Granaten richtig raus.
Wow, aber ey, 11, ja. 10 km/h bergauf. Alter Falter, da muss ja wirklich kräftig schieben. Ja. Bist du sicher, dass du den stärksten Motor eingebaut hast? Ja, ganz oder sicher. Oder ob da nicht vielleicht einer mit so einem Kettenantrieb da hinten trampelt? Ja, ich hätte vielleicht noch einen Hamster im Laufrad, als noch einen Hamster zusätzlich reinsetzen sollen. Ja. Ui, doch, das hat ganz gut Aua getan, ne? Ja. Gut, war natürlich von der Seite, ist klar, ne? Jetzt will ich mal ein paar Schüsse von vorne sehen hier. Ja. Die hohe Mündungsgeschwindigkeit verleiht diesem Panzer natürlich einen echten Vorteil. Einfach vorne durch, knallhart, dasselbe Tier oder ein Tier drüber ist gar kein Thema. Da braucht man gar keine Angst zu haben. Der Dumme ist halt nur, bis du in Position bist, da kann man schon mal noch mal so einen Kaffee kochen, oder? Ja. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja gut, der macht sich jetzt von dannen und das, da tut er auch recht dran. Ja, ist halt immer schwierig, hinter Bäumen zu zielen, wenn man nicht weiß, wie die Landschaft da aussieht. Ne? Mhm. Weiß nicht, den kriege ich vielleicht noch. Oh, ja, es ist ja egal, aus welcher Lage du schießt. Ne? Also, ja, völlig. Wenn du triffst, wie ist die Präzision von der Kanone? Ja, hast du ja gesehen. Ja, ganz also, ordentlich. Das war die höchste Zoom-Stufe. Ich dachte, das wären alles Lackshots. Ja. Du weißt doch, wenn Lack sich häuft und ja, so weiter. Ja, ne? Ja, jetzt werde ich auch noch selber zitiert. Ja. Der KV2 hat mit seinem, was ist das, ich glaube 152 mm, hat mir natürlich ein schnelles und heißes Ende bereitet. Ja, also ich glaube, das Chassis, das verträgt auch nicht wirklich viel. Ne? Also so einen richtigen schweren Panzer im Sinne eines KV5, eines KV2, haben die Deutschen immer noch nicht. Also nicht zu dem Zeitpunkt. Das war ja auch so. Die Überraschung war ja groß. Ich meinte jetzt in diesem Tier des Tech Trees. Ja, weiß ich ja. Das war ja auch historisch gesehen so zum Zeitpunkt des Krieges, war ja der beste deutsche oder schwerste deutsche Panzer, der Panzerkampfwagen 4, der hauptsächlich in der D-Version mit der Stummelkanone vorkam. Ja. Der hatte auch noch nicht den maximalen Panzerschutz, so wie die späteren Versionen. Ja, 30 mm meine ich, mehr war da nicht. G und H waren dann schon ein bisschen besser geschützt, aber wenn auch noch nicht ausreichend. Ne? Da steckten natürlich dann auch noch mal 5 Jahre Panzerentwicklung zwischen. Ne? Ja, nee, so lange war es jetzt nicht, aber waren auf jeden Fall auch deutlich langsamer dadurch, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, egal wie, also man muss mal sagen, dass die Deutschen halt dann zumindest ja, in Sachen Kanonen dann so ein bisschen was wettgemacht haben. Ja. Und ja, aber sonst, das Grundproblem zu dem Zeitpunkt bleibt halt, man muss sich durchbeißen, bis dann die ersten anständigen Panzer kommen. So ist es. Wobei, wenn man hier in Deckung steht, also wie man jetzt gerade gesehen hat, ich hatte Point Blank auf diese Anhöhe, wo die ganzen Feindpanzer standen und dann stehst du da einfach nur und durch deine kurze Nachladezeit, durch deine hohe Mündungsgeschwindigkeit, deinen anständigen Durchschlag und der Schaden ist auch okay, da ballert man dann schon richtig was raus in kurzer Zeit. Ja, wie gesagt, also Geschütze hatten wir immer schon anständige vom Kriegsbeginn an, auch wenn wir sie nicht von Anfang an ausgerüstet haben. Oder die Wehrmacht hat sie nicht von Anfang an ausgerüstet. Aber es hat halt an den Chassis. Genau, das war das Problem. Natürlich hatte man ganz tolle Kanonen und man hat auch schon früh festgestellt, dass sich die 8.8 Flak ganz großartig zur Panzerabwehr eignet. Aber man hatte keine passenden Lafetten für diese Kanonen. Ja, Thorsten, vielen Dank für diesen Rundgang auf dem PTR-Server und die Vorstellung der vielen neuen Panzer. Ich bin schon gespannt, wenn dann Update 8.8 erscheint. Ja, Olli, gerne.